Und herzlich willkommen zu Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2, Part Nummer 2 mit der Bösen-Kampagne. Ach, wir können hier speichern. Wenn ich das gewusst hätte, ne, dann hätten wir ein bisschen weiter später angefangen. Guck mal, wieder zurückgehen. Ne. Zurück? Ne. Also, nächste Mission: Graue Antworten. Grauen Antworten, die sagen ja was. Das ist doch da, wo Bilbo und so in im Meer rausgeschwommen sind. Raus aus Mittelerde, rein in die Zivilisation. Ah, quietsch, quietsch, quietsch. Sauron ist der Herr aller ungezähmten Wesen. Die Orks haben ihre Höhlen in den Bergen verlassen, um für den dunklen Herrscher zu kämpfen. Im Augenblick nähern sich ihre Armeen unaufhaltsam der alten Hafenstadt Midlond. Gleichzeitig greifen Saurons Korsaren aus Umbar die Stadt auf dem Seeweg an. Wird der Hafen zerstört, ist den Elben der Weg nach Westen versperrt. Die Elben haben Mittelerde über diese Hafenstadt verlassen, die sie Graue Antworten nennen. Unsere Gegenwart in ihrem Hafen wird sie unerwartet treffen. Und wenn wir die Elben ausgelöscht haben, sichert dieser Hafen den Nachschub für unser Invasionsheer in Eriador. Besetzt die Docks! Wir brauchen dringend mehr Schiffe! Okay. Jetzt haben wir Korsaren. Korsaren. Ich weiß nicht, soll ich auf 10 sparen? Hier steht zum Beispiel Wächter und so ein Scheiß. Wir holen die Dogs. Kommt schon, ihr Seeratten. Achso, die können auch so Brandbomben werden. Ah, wir haben das Gebäude eingenommen. Vorwärts, los! 10.000. Was? Wir haben 1260 Bauen Einheiten? Die Dogs einige Schlachtschiffe. Mit ihnen werden wir die grauen Antworten nehmen. Es gibt Arbeit. Wir haben doch schon viel zu viel Einheiten. Wie wollen wir das denn regeln? Ach, die kosten nichts. Sehr schlau gemacht, mein Freund. Sehr schlau gemacht. Versenkt die feindlichen Schiffe mit den Schlachtschiffen. Und er zum ersten Mal in Schlacht und Mitte, da gibt's Wasserkämpfe. Die Elben verlassen die grauen Antworten. Versenk ihre Schiffe. Wir sind so böse. Ausgezeichnet. Unsere Beute zappelt im Netz. So böse, so böse. Wo schwammt der Herr? Kommt da noch was? Ich sehe das gar nicht. Ist viel zu klein, ich sehe das nicht. Wo denn? Ich rieche den Feind. Oh wei, da kommen sie. Ach schön, die machen alles selber. War Piratin schief? Da kommen sie wieder.
Ja, so ist das, ne? Da fahren die und fahren die und fahren die. Die Elben eskortieren in ihr Schiff jetzt auch mit Kriegsschiffen. That is amazing. Der Feind! Oh nein, die greifen an. Oh yeah. Beginne die Invasion. Reichen gerade meine Ressourcen so. Was geht denn da oben ab? Jetzt wird geplündert. Los, plündern und brüllen, Schatzen. Kriegsgesang. Ihr wimmelt es von Feind. Greift mit den Belagerungsschiffen die Gebäude der grauen Antworten an. Es gibt Arbeit. Arbeit? Wo? Kanonenballerat, Kanonenballerat. Ich kann nicht mal reden. Kanonenboot bereit. So, jetzt klappt es wieder mit der Reden. Vorwärts, los! Gibt's irgendwo was? Ich weiß nicht. Ah, da. Wow. So einfach zerstört der Eis. Ja, nur drei Türme oder was? Yeah, die Transportschiffe kommen. Aber von wo? Ja, wir versuchen alles. Ich meine, wir haben ja genug. Wo sind die denn? Transportschiffe, hallo? Hallöchen. Ah, da kommt die erste Runde. Erste Rundchen. Die zweite Runde kommt direkt danach. Und die dritte Runde. Ist ja geil, ist ja geil. Invasion beginnt. Man merkt schon, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Nicht nur, ja, nimm die Einheiten mit, die du da damals produziert hast. Nein, das ist ein bisschen anders. Das finde ich auch gut. Auf eine Art. Aber es gibt noch ein Spiel, das so etwa gleich ist. Das ist Star Wars Empire War. Können wir auch immer mal machen, aber ja. Man kann das 10.000 Projekte auf einmal gleich verantworten. Wobei, Foxy kann das schon, aber... Haltet eure Messer bereit! Oh, ob das so Sinn macht, oder? Attacke! Wir greifen uns an! Sie kommen schon hier! Aufpassen!
Oh nein, die Invasion beginnt. Uns kann niemand aufhalten. So. Ah, König. Oh, was sind das denn? Jetzt geht's los. So welche Ohrkrieger muss man immer haben. Hallo König. Kommt die denn hier von hinten? Hab ich ja gar nicht gesehen. Da kommen ja noch mehr. Nee. Ich wollte sagen, da kommen noch mehr. Gut. Sie greifen uns an! Das sieht gut aus. Hier ist scheiße gelaufen. Bereit? Lauf! Los! Da! Noch bereit! Er schlagt sie! Mann, von der Invasion sind nur noch ein paar übrig geblieben. Komm, haben wir die Reihe voll. Seid ihr fertig, ja? Du da! Wünscht es von Feinden! Ein Chess-Transporter. Die Invasion hat viel gekostet, aber. Wir sind ja Masse statt Klasse. Oh, die bauen direkt. Ja, was ist unser Schlachtplan, Mann? Der Strand gehört uns. Bau einen Stützpunkt und vernichte die Elbenstadt. Alles klar, mache. Irgendwie. Wir werden sie überrennen. Was ist das denn hier? Und das? Schildtrumpf. Wir haben eine neue Kluft gegraben. Bereit? Los! Shadow-Truppen, so. Los, weiter! Dann bauen wir ein bisschen Abwehr hier. Halbtrollplünderer. Truppen können wir nicht befehligen! Okay. Können wir doch theoretisch gesehen mit unseren Schiffchen da rein und gucken hier so, gucken wir uns an, was hier abgeht. Also wenig Schiffe haben wir ja auch nicht. Ich glaube, ich rieche den Feind. Wir haben ihr Lager entdeckt. Macht es nieder, das Lager. Wir müssen sie belagern. Das ist freilich auf jeden Fall. Wir werden angegriffen. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Ja, das ging ja mal voll in die Hose. Da an die Hose, in die Hose. Das sind die Gebäude unserer Feinde. Wir haben neue Rüstungen erbeutet. Der Feind ergreift an! Können eh nichts anderes bauen. Gut, dann wollen wir mal rein, wa? Bis die Schiffe da unten fertig sind. Haben wir noch genug Zeit. Von hier sehen wir sie nicht! Folgt eurem König! What the fuck, was geht denn hier? Wie müssen wir hier rein?
Schiff mit Nerven. Eine zweite Luft. Was zu tun ist. Das Auge beobachtet uns. Sie bombardieren uns. Baut! So, guck mal, was wir noch bei den Hafenschaden anrichten können. Das Lager des Feindes. Sie kommen von überall. Wir haben eine neue Kluft erschaffen. Das Ding muss weg. Sie sind so weit weg. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Wir werden sie überrennen. Reiten. So, das meinte mit... Ah. So langsam. Sie werden starten. Die Elben verstecken sich in den Bäumen. Das ist ein Hinterhalt. Da kommt schon wieder ein Roller. So, dann mal los. Hier sehen wir sie nicht. Weiter, weiter, immer weiter, immer weiter. Aber gut, ich würde mal sagen, das war Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde, Part Nummer 2 von Herr der Ringe 2, die böse Kampagne. Ihr wisst schon, was ich meine. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.